Und damit herzlich willkommen zu Challenge Time mit dem Police Transporter und dem lieben Vergo. Hi. Hi. Und zwar kam das auf Wunsch eines Zuschauers, diesen Wagen hier. Es war nicht allzu leicht, den zu bekommen, aufgrund dessen, dass Lester einfach mal herumgebackt hat. Wir haben versucht, mit Kopfschauen weg dieses Auto zu bekommen, aber man sieht, vorne geht nur ein Licht, aber wenigstens ein Licht in der Nacht, ne? Und er knattert nicht, hat noch alle Räder und die Sirene funktioniert ja auch noch, ne? Kann man mal rauf, ne? Also ich glaube persönlich, dass es nicht so wirklich eine Challenge wird, denn der Wagen ist stark, was die PS angeht. Ja. Der Alter, der fährt 80 Meilen pro Stunde. Ich denke, der ist stark genug. Mein Centorno fährt 110, was soll denn das? In-game zumindest. Haben wir damals getestet, ne? So, da fahren wir trotzdem besser links runter, glaube ich. What? Ich fahre links runter. So. Auf, steh auf, steh auf! So. Ja, ja. Ein bisschen risikoreif. Ich glaube, ich brauche da gar keine Hilfe, schau dir das an. Schauen wir mal nach rechts. Ja, stimmt. Nicht anschieben. Okay, schieb mich an. Gut, da hätte ich schon Hilfe gebraucht. Oh, ich sag mal so, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um Wagen in so einem Zustand zu bekommen. Wagen davon. Eigentlich zwei, ne? Stimmt, ja. Aber beide mit kaputten Rad. Richtig, ja. Beide mit kaputten Rad. Ein links hinten und einer rechts. Immer nur die Hinterreifen, was ist los mit denen? Hätte ich schießen. Aber okay. Wir haben gesucht im Städtchen, nichts gefunden. Land, boom, gleich drei hintereinander. Sölle. Besten wäre es, wenn wir den tunen würden in Bennys Werkstatt und dann wird einfach mal Hummer drauf. Ja. Ich hätte den gerne in der Garage, der ist eigentlich ziemlich gut. Oder weißt du, du tunst ihn, dann wird es ein Police Transporter RS. Ein Police Transporter 900R. Ja, genau. Der Geschwindigkeit eines fast. Ich meine, ich glaube, das schaffe ich. Oh, das schaffe ich. Dass er so einen steilen Berg nach oben fährt, hätte ich mir. Ich habe ja gesagt, der ist recht gut. Ich meine, ich kann dir ein bisschen Speed geben, aber grundsätzlich glaube ich. Ja, ich meine, ich bin ziemlich langsam drauf mit dem gerade, aber ansonsten. Da haben wir immer gesagt, sollen wir. Genau. Merken wir sowas nie, obwohl wir eh schon so gemacht haben. Ah, jetzt kommt der Weg, wo du immer sagst, rechts daran vorbei. Rechts. Ja, willst du noch so einen Wagen holen? Nee, aber ich probier's trotzdem. Nee, mach's Sinn. Nicht. Sinn! Der wird runterfallen. Nee. Oh ja, das ist gefährlich. Nee. Reicht doch! Oh Mann. Schaff das, du musst... Oh, 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 oh. Da falle ich jetzt runter, heilige Scheiße, was war das denn? Gesehen? Okay, er ist schon schmal, es ging sich aus, weil er schmal ist. Ja, schmal. Naja. Er ist, schmaler denn? Als der Kipplaster. Ach, wie viele Müllwagen wir gesehen haben. Das war nicht mehr normal. Knipsel ich zusammen und gebe ich weg, weil der muss. Ja, weil wir wollten schon mal den suchen und hier raufbringen. 40 Minuten, kein einziges Auto. Und jetzt auf einmal so viele hintereinander. Ja, ich glaube 4-5 hintereinander. So eine richtige Challenge ist es ja nicht. Ja, dein Kollege hat irgendwie viel erwartet. Ja, zu wenig von dem Wagen, ne? Schau dir das an, Alter, schau dir das an. Jetzt aber langsamer werden. What? Wir wollen nicht ganz am Schluss. Ah, ja. Weg. Und noch, dass dieses Auto runterfällt. So, ich glaube, jetzt fahre ich gleich. Ah, nee, ich muss ja. Ich wollte gerade mit Vollgas einfach drauf. Aber ich muss ja gleich hier ja direkt. Die Ebene. Auf, ja. Die Ebene. Ey, ich habe keine Hilfe gebraucht. Nicht wirklich so. Jetzt noch die Plattform und schön auf den Bremsen bleiben, dass er nicht nach vorne hin runterfällt. Und dann würde ich sagen, bei der Brücke wie alle Fahrzeuge. Mann, ist der gut. Fertig. Ja, der ist gut. Jetzt noch tunen und passt. Reifenkugel sicher machen. Oh. Panzerung auf 100. Wait! Alter, da ist ein Baum, Mann! Bin abgerutscht.
Ja, das ist der erste Wagen seit langer Zeit, der es wirklich auf die Brücke geschafft hat. Pass auf, du musst mich pushen. 3. Fahr hoch, fahr hoch. Ja. Und jetzt push mich. Los. Go. Oh, fuck. Nochmal. Ready? Hey, noch nicht. Fahr ein bisschen nach vorne. Fahr mehr nach vorne. Uhu. Vielleicht fliegt er in die Luft. Nee, Panzer das. Fuck. Fliegt aber auch schwer. Aber gegen den Zug fliegt er in die Luft. Da fliegt er sicher in die Luft. Obey and service. Obey and... Ja. Service. Mann, der fliegt auch nicht schlecht. Ein paar Teile halt, ne? Aber... Kann danach fahren. Aber komischerweise fahren alle Autos im... Jawohl! Im Video sieht man, du hast zu wenig Geld, um deine Apartmentnebenkosten zu bezahlen. Du bist in der Lage sein, deine Dusche zu benutzen. Ich bin ein Real Gamer, Freunde. Real Gamer. Mann! Ich bin nämlich so reich in dem Game, dass ich mir alle Autos von Pegola ein. Dann mache ich sie kaputt, ohne zu bezahlen. Nice, oder? Und dann klaust du auch noch den Kopf, der Auto. Nein! Lass mich runter! Schleckt. Absee. Es lebt. Alter, guck dir die Reifen an, wie sie schon wegstehen. Da drunter durch! Da drunter durch! Da passt der fix durch. Ja, nice! It's not. Oh mein Gott! Ah! Oder so. Einfach so. Und dann so. Au! Alter. Mann, der ist gepanzert, der hält das aus. Ja, da wenn ich mir vorstelle, das wären Transformers gewesen, ey. Digital. Mach mal die Sirene an. Noch schlechter als sonst. Haha, ich bin ausgewichen. Haha, weg bist. Oh. Leute, das war Challenge Time. Wir sind gerade in den Berg runter. Ich habe noch eine ganz kleine Idee für den Abschluss. Wir fahren hier. Okay. Schön. So. Wenn euch diese Folge gefallen hat, die eigentlich ganz an den Zuschauer gewinnt. Der hatte die Idee mit diesem Polizeitransporter. Der genauso gepanzert ist wie der Corum. Dann schreibt mir doch eure Meinung und eure Ideen in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir eure Idee in die Tat umsetzen. Wollte da eigentlich rufen. Ach, juhu! So, ich hab gehört. An ins Wasser. Und das Saufen. Ja. Kann immer noch fahren. Er kann immer noch fahren. Obwohl hinten Wasser ist, kann er noch fahren. Jetzt ist aus. Ich ersauf nicht. Du bist doch über Wasser bei mir. Ich weiß, ich auch. Aber push mich. Kommst du durch? Was? Will ich nicht riskieren. Ah! Okay. Push mich. Okay, nein. Nee, warte, warte. Ich rutsche alleine runter. Ich rutsche alleine runter. Guck, ich rutsche ganz alleine. Ja, jetzt bin ich unter Wasser. Shit happens. Sag mal, überlebe ich das, oder? Ja, du wirst da trinken. Nee, ich glaube, ich... Jetzt unabhängig. Och. So, das war's mit Challenge Time. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Liscario. Ciao. Ciao.